Was denkt man so bei seinem Debüt nach 65 Sekunden, wenn man dann zum ersten Mal den Ball aus dem eigenen Tor rausholt? Ja, viel Zeit zum Nachdenken habe ich nicht gehabt und auch im Spiel nachzudenken. Ich glaube, das ist einfach der falsche Ort, um nachzudenken. Das ist, muss man abhaken, muss man sehen, dass man dann ins Spiel kommt, den nächsten Ball sicher haben und sich einfach die Sicherheit zurückholen. Ja, und ich bin einfach auch von der Mannschaft unterstützt worden. Die haben sich dann reingehauen, haben Bälle geblockt. Ich weiß nicht, wie viele Bälle sie geblockt haben. Kopfball rausgeholt, alles. Es war einfach eine brutal gute Leistung von der Mannschaft. Gut, ein paar Bälle hast du ja auch gehalten, auch brutal gut, muss man auch sagen. Wächst dann das Selbstvertrauen während eines Spiels dann eigentlich mit diesem jedem gehaltenen Ball? Ja, was heißt Selbstvertrauen wachsen? Es tut gut, einen Ball zu halten, natürlich. Und dann kriegt man immer mehr Sicherheit und ja, und dann kommt der nächste Ball und dann hält man den halt auch. Und ja, man fühlt sich gut, ja. Warst du nervös vorher? Ja. Nervös, nicht unbedingt nervös. Also so eine Angespanntheit natürlich wie vor jedem Spiel. Egal in welcher Liga man spielt, man hat ja eine gewisse Anspannung. Und ja, aber wenn wir dann zum Aufwärmen raus sind, dann sind das ja Automatismen, wo dann greifen. Dann man denkt nicht mehr drüber nach einfach. Aber ein besseres Debüt mit dem Heimsieg kann man sich nicht wünschen. Nee, besseren Einstand gibt es einfach nicht. Heimsieg, 3 Punkte, überragend. Wunderbar, danke dir. Alles klar, Dankeschön.